Freunde. Ich bin gerade dabei, unsere heutige Gute-Nacht-Geschichte abzufeuern. Dickes, fettes Moin. In diesem Sinne, Prost. Achso, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grinch-Fest. Wir spielen wieder Dark Pictures, yay. Das Spiel wurde mir geschenkt, weil ihr kennt es ja, vielleicht habt ihr das so schon auf YouTube gesehen, die ersten beiden Teile, die habe ich auch gezockt. Und ja, wie gesagt, danke dafür. Ja, wir gucken einfach mal rein, was jetzt hier im dritten Teil passiert. Und ja, wir spielen das ja, glaube ich, eh alles auf Deutsch. Deswegen können wir uns über lustige Grimassen freuen und über wunderschöne Dialoge. Es wird einfach fantastisch, ne? So. Wir gehen jetzt einfach mal rein, ne? Überleben ist wahrscheinlich. Deine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Der Tod ist unausweichlich. Ach, wir gehen auf herausfordernd. Neu gespeicherte Daten. Konsequenzen. Dallaria. Jetzt bin ich ja gespannt. Der einzige Vorteil bei den Games, oder einer der Vorteile bei den Games ist, die kannst du mal so nebenbei eigentlich immer mal streamen. Weil die eine gute Laufzeit haben. Also ich finde das Bild recht dunkel, muss ich ehrlich zugeben. Ich will nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baratun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Herr. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. Die Hunde. Wir sind dann bestimmt irgendeine Nachfolge oder irgendein Nachkomme. Was ist ich für eine Abstammung? Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Der Mondgott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gotea kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Moin! Das sind hunderte Gefangene, mein König. Recht herzlich willkommen im Stream und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General. Oder General! Euch an jemanden?
mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Na, scheiß da drauf. Let's go, Alter. Wie ihr Befehl. RIP! Scheiße, ich hab's verkackt. Also ich habe jetzt Schwierigkeitsgrad auf Mittel gestellt. Also es kann sein, hier wird gestorben, meine Freunde. Natz die Alte weg. Jawoll. Headshot, Leute. Ich muss mal schnell mein Pult hier ein bisschen umbauen. Weil sonst habe ich hier richtig innen in der Schulter. Oh, perfekt. So, Beine hoch, Getränk bei der Seite und sich hier den Crap geben. Fantastisch. Oh. Wie sieht denn das hier aus? Ich finde das Bild halt echt ein bisschen dunkel. Mal gucken, wie das im weiteren Verlauf wird. Ansonsten muss ich das ein bisschen heller stellen. Ich hoffe, das geht so mit dem Sound, weil... Ja. Ich bin ein Midjai. Ja geil, ich bin in so einem, von der Logik her, ich bin in einem unterirdischen Verlies. Ja. Macht jetzt nicht so viel Sinn, Brudi. Aber okay. Ey, das würde mir so auf den Sack gehen, ne? Du sitzt dort die ganze Zeit und musst dich von der Sonne brutzeln lassen, Alter. Instant bescheuert. Instant. Wie gesagt, recht herzlich willkommen an alle hier im Stream. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Ich hätte auch eigentlich für all die, die Bock auf weiteren Content haben, würde ich auch einfach mal meinen YouTube-Kanal reinsetzen. Wo haben wir es denn? Ich muss mir das mal mit diesen ganzen Befehlen und so weiter, das muss ich mal anfangen. Da haben wir noch anders Spaß, so. Wenn ihr Bock auf mehr habt... Hier kommen gefühlt in der Woche, weiß ich wie viele Uploads von anderen Twitch-Streams, beziehungsweise von älteren Twitch-Streams. Spaß haben. Wie sieht das hier vom Bild aus? Das geht doch. Gib mir Stärke. Ich hab grad übelst Bock, Nile zu hören, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh.
lauert dort? Was hat die Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Mein Herr. Ihr seid frei von seinem Wald. Das sind wir alle. Frei? Frei zu sterben. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akada! Warte! Ja, was ist denn jetzt hier nun? Mensch, meine Güte. Mensch, Meier. Kommt jetzt der Balrog um die Ecke oder was geht jetzt hier ab? Hilf mir damit. Also ich muss sagen, das Intro ist mir ein bisschen zu lang. Ich hätte irgendwie jetzt schon echt Bock gehabt. Irgendwie mal, dass man selber mal richtig steuern könnte, das ist mir ein bisschen zu viel. Zu viel, ja. Palaver. Das ist meine bescheidene Meinung. Hier nach. Durch das Grab geht es raus. Grab? Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Was kommt denn jetzt für ein Gollum? Das kennen wir ja schon aus den alten Spielen. Oh, jetzt, Leute. Finde ich eigentlich cool gemacht. Hier kommt ja gleich noch irgendeine Kacke. Nur eine Ratte. Denkste. Hier passiert doch gleich noch irgendwas. Wie viele starben für unseren König? Ihr Opfer brachte ihm nichts. Aufheben von Objekten, benutze R zum Untersuchen. Okay. Achso. Na endlich! Ja, das sind diese komischen Erinnerungen. Okay. Vorahnung hieß es. Mm. Hier. Hilf mir damit. Du zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Was ist das für ein Anhänger? Das geht dich nichts an, Akada.
Richtig schön stumpfer Dialog. Einfach die Kamera reingezoomt. Einfach schön die Kamera reingezoomt. Was ist das für ein Anhänger? Du bist mein Freund. Wir helfen einander. Bros. Homies. Grove Street for Life. Wege führen in das Grab. Wir sind hier nicht allein. Hier drüben. Also über Kopfhörer spielt sich's ganz cool. Da man auch so verschiedene Abstufungen vom Ton hat, ist schon ganz geil. Aber ja, es ist halt Netflix B-Movie Niveau, sag ich mal so. Ja, komm. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Genau, wetz die Säbel. Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit. Kämpfen. Kämpfen, nö. Schwert und Schild, Trophäe erhalten. Scheiße, verkackt. Das war's. Nee? Irgendwie richtig schön bei Alien geklaut. Ach komm, ey, halt doch dein Maul. Jetzt geht das Gedudel wieder los. Prost. Geil, du hast erstmal minutenlanges Vorgeplänkel. Ashley Tisdale, krass, die kenne ich aus High School Musical. Du hast ein minutenlanges Vorgeplänkel, spielst eine kurze Passage und dann geht das wieder los. Boah. Ne, da kenne ich keinen. Nick E. Tarabe. Alex Mallory. Kenne ich auch alle keinen. Oder kenne ich auch alle nicht. Story bei Supermassive Games, das ist jetzt nichts, auf was man sich was einbilden kann. Jason Graves, hahaha, das ist ein Horrorspiel. Weil Graves nämlich Grab heißt. Obwohl der Sound eigentlich schon ziemlich nice ist.
Hätte man Beschisseneres nehmen können. Ihr Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Boah, Alter, ey. Ihre Entscheidungen führen sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf Erden? Was habe ich diese Facebook-Kalendersprüche? Was habe ich die vermisst? Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Alle Menschen umbringen. Schön, Sie wiederzusehen. Sie sind bestimmt schon ungeduldig. Also, ja, ziemlich. Na endlich. Wie Sie bereits wissen, bin ich der Kurator, der Bewahrer der Geschichte. Kurator. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Das ist meine Bibliothek. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Ja, wisch mal Staub. Über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Es ist außerordentlich mutig, sich allein ins Unbekannte zu wagen. Außerordentlich mutig. Oder sehr töricht. Doch vielleicht steckt mehr in Ihnen als gedacht. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin. Denn sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie sie sich schlagen. Oder scheitern. Schön, geil. Mann, habe ich das Palaver vermisst. Ach, das sieht ja hübsch aus. Das kenne ich aus Assassin's Creed. Okay, Irak, nee, scheiße, doch nicht. Jason Kolchek, Leutnant, schieß mich tot, schieß mich tot, schieß mich tot. Kano, gute Reise. Eric King, Lieutenant Colonel. Bei Amis, willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Zerknirscht. Ist mein Besprechungsraum bereit? Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Wer ist denn der dort hinten? Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König. Sieht so okay, aus. Okay, dies. Also Sie, Enz. Und Sie sind? Das ist meine Assistentin. Ja. Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Kolchek. First Lieutenant Kolchek. Na? Besprechungszimmer? Ach komm ey, Flanke, jetzt wird erstmal die Alte geflankt. Let's go, Digga. Was ist Marine? Schon genug? Rachel King. Nick K. Hey Nick, grüß dich. Das könnte unser letztes Mal sein. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Die letzten Wochen, du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Ich rieche schöne Schmatzgeräusche. Rachel King? Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Fuck, er ist da.
zu früh. Scheiße, jetzt kommt der Ex, hä? Bitch. Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel, erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein, ehrlich. Wir sollten es auf Eis legen, beruhigend. Ich bringe es ihm schon bei. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Ach, ihr werdet alle sterben. Ha, wird das schön. Auch zur Besprechung. Shit. Aber ich muss anmerken, die PS4 Bro, dickes, fettes Shoutout an Warzen. Ey, das Ding schnurrt wie ein Kätzchen, ne? Also, die Düsenjet, der Düsenjet von den letzten Streams, sag ich mal, ist quasi passé. Also, wie gesagt, ey, nochmal dickes, fettes Danke. Der Gute hat mir das Ding zum absoluten Kampfpreis gegeben. Fantastisch. Gefällt mir. Wir haben die CIA, wir haben die Army, die... Kommt die geile Mugge, Alter. Die Air Force. Hey, alle sind dabei. Jeder will ein Stück Geschichte. Gott schütze Amerika. Mach mal einen gescheiten Death Metal an. Ach genau, jetzt kommt der Pumper. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Ist das der Ip Man? Das ist doch Donnie Yen. Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant K. Ich meine, man kann ja solche 0815 dämlichen Klischeesprüche bringen. Aber das ist alles hier 0815 Klischee. Scheiße. Wir sehen uns dann, Marie. Ich flank deine alte Boy. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Rip, kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Sorry, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Ich bin Eric King. Ja, wir sind einfach mal... Ne, doch, doch. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Gib dem Colonel vollen Zugang. Das ist so richtig so der Klischee-Nerd irgendwie. Das ist. Das ist meine Frau! Zurückhaltend. Ja, ach komm hier. Rachel und ich, wir kennen uns. Sie weiß, dass im Krieg alles erlaubt ist. Sir? Die Queen Bitch, wie Sie sagten, ist seine Frau. Toll, Hitzkopf. Verkackt. Jetzt kommen die Vietnam-Flashbacks. Rambo, Leute. Ach, das ärgert mich ein bisschen. Am Dienstag, da lief im Kino bei uns Rambo. Mann, ey, das hätte ich mir gerne angeguckt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Kosename. Hm.
Oh! Schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Den Technikkram machen Sie. Und die Schlepperei machen Sie. In Ordnung, Lady. Was ist das hier eigentlich? Ein alter Balsam? Vertraulich Einsatz, ja, Irak. Genau, das ist es. Saddam hat wohl gern das Tanz. Subject Bandit Aktivität, Soran District Report. Bericht über Verschwunden zweier Entwicklungshelfer im Soran-Gebiet. Helfer als Yves Pagom und Marie Vinay identifiziert. Kontaktversuch vor 2 Wochen fehlgeschlagen. Helfer vermutlich ausgeraubt und getötet. Oh gut, okay. Tschüss. Da kann man nicht, kannst du nichts machen. Colonel King. Schatz, ich bin zu Hause. Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Arrogant, das ist jetzt mein Team. Das ist jetzt mein Team. Was redest du da? Ich habe direkten Befehl von CENTCOM, die Taskforce zu übernehmen. Autsch. Ist das dein Ernst? Natürlich, du kennst mich doch. Lieutenant Kolchak, wären Sie so nett? Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Richtig schön stumpf, die Animation. Wer ist das? Das ist Dr. Stokes. Ich habe alle Freigaben erteilt. Aber natürlich. Und sie hat auch ihre Freigaben erteilt. Okay. Gut, jetzt weiß ich auch Bescheid. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Aber bitte mit PowerPoint. Du hast was gefunden? Mit frechen Animationen und lustigen Pieptönen. Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh. Da kann man ruhig mal klatschen. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Der Klassiker. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft. Kluon raidet mit einer Gruppe von 14 Personen. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Ja, danke schön für euren Raid. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Raid. Na, spielst du wieder Perlen, mein Guter? Ja, das ist ja ganz heißer Shit. Tausend Dank an den Raid. Und ja, lehnt euch zurück. Wir gucken hier, weil spielen ist ja gerade nicht. Dark Pictures Anthology House of Ashes, yay. Was ja quasi irgendwie fast ein Alien-Rip-Off kommt, also ganz wild, Leute. Besser als Daymar, alles ist besser als Daymar. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Autsch. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht. Das habe ich ja gerade ernsthaft nicht gehört. Och, es tut so weh. Achso, entgegenkommen, Luftunterstützung, ach ja, Luftunterstützung, let's go, Bomben dazu. Luftunterstützung, für alle Fälle. Unsere Vögel fliegen unter dem Radar. Das Lager ist im Zagros-Gebirge, wir haben ausreichend Deckung. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück, startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur... Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Boah, Alter, mir kommt's kotzen, ey. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab.
Wir bringen Dresden 45 zu dir nach Hause. Mm. Ja, zu mir nach Hause. Oh, ey, das ist aber... Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon spiele. Bin dabei. Ich weiß nicht. Diese Dialoge. Oh, komm, es tut so weh. Das ist so wie so ein Unfall. Süßer, eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Das ist halt echt wie so ein Unfall. Du kannst halt einfach nicht aufhören, wegzugucken. Das ist echt schlimm. Jamie, oh. Können Sie irgendwas tun? Denn Jamie ist die Beste. Also es ist nun mittlerweile irgendwie der dritte Teil. Und das sieht halt alles immer noch so... Danke, Clarice. So die Animation, wo ich mal denke, so ihr kriegt das... Eric, wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu, deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Das ist unser Durchbruch im Team, du fehlst mir. Nichts sagen. Komm, ich sag, du fehlst mir. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Eric. Das ist auch so richtig random. Das ist einfach schön. Das ist einfach schön random. Das ist richtig dumm. Es gab keinen Tag, an dem ich dich nicht vermisst habe. Oh. Ich wollte dich immer bei mir haben. Ich hab dich so vermisst, Rach. Es geht hier nicht um uns, Eric. Es geht um Amerika. Amerika. Was wir hatten... Es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Das ist so richtiger Schmutz alles. Das ist... Der Ringgeneral! Ja genau, ey, der fehlt hier. Nicht Grüß dich, Frank. Na, alles klar bei dir? Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Oha. Du trägst deinen Ehering nicht. Wenn ihr getrennt seid, du Volldepp. Warum so? Außerdem ist das ein Kriegsgebiet. Da hat man keinen Ehering zu tragen. Wie konnte der nur schl... UV-Licht. Was macht das? Also, ich dachte, jetzt kommt mir der Rambo. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüf mal die Satelliten. Der Bruder vom Stullenkaiser. Beste Bandbreite. Das wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Ha? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Es ist alles... Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Ich hätte ja mal gedacht, dass sie in der Zwischenzeit irgendwie die ganzen Gesichtsanimationen, dass sie das mal so ein bisschen fließender, so flüssiger, so übergängiger hinkriegen, aber das sieht halt echt immer noch wie Holzhacker-mäßig aus. Können wir irgendwas machen? Missionsziele. Gut. Konzentrier dich. Das ist eigentlich sowas von übel scheißegal, was man hier macht. Tschüss. Gute Animation ist teuer und das wollen viele nicht bezahlen. Sean Reimann, grüß dich. Ja, aber das Ding ist halt gerade, aber in so einem Spiel wie das hier sollte da halt eigentlich, also die Story ist ja schon mau. Also die Story ist ja schon billig, da sollte man halt gerade eigentlich mal da ein bisschen, achso, das kann ich nur angucken. Da sollte man gerade da einfach mal investieren. So, kann ich jetzt hier noch irgendwas weiteres machen? Ist der Scheiß ja bald vorbei? Militäroperation. Boah, ey. Das ist mir sowas von scheißegal, ne? Streng vertraulich, liegt aber offen liegend für jeden, liegt das hier auf dem Tisch. Ist klar. Nee, weg da. Das ist so richtig schöne Resident Evil Logik. Wir haben eine geheime Akte. Wir legen sie einfach auf den Tisch. Das ist Saudi-Arabien, Iran, Irak, ja. Wo ist da jetzt die Interaktion? Reden? Denken Sie, wir sacken Chemie-Ali hier ein? Wenn er in der Nähe ist, schnappen wir ihn. Chemie-Ali, Junge. Dann lohnt sich das Risiko fast. Der ist so schlecht, der hätte von mir kommen können. Ich würde trotzdem lieber am Schreibtisch sitzen.
Wenn's hart wird, holt uns wenigstens die Luftunterstützung raus. So weit kommt es ganz sicher nicht. Wenn Sie meinen? Überrascht Sie das? Was war das jetzt? Nee. Ey, warum muss ich mich ja echt durch diese Dialoge durchquälen? Die sind doch alle gefühlt richtig dumm. Chemie Ali, Junge. Was ist das jetzt hier? Klingt wie so ein Meth-Dealer aus dem Park, oder Chemie Ali. Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen? Geben Sie mir mehr Waffen. Hast du Höhenangst? Entspannt, dann bist du mein Techniker. Ich mache einfach mal provokant. Das können wir am besten. Haben Sie Höhenangst? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Bitte. Ich gehöre zur Force Recon. Wir trainieren Fallschirmsprünge aus großer Höhe. Mit niedriger Öffnung. Extrembedingungen, bei denen die meisten Typen nach ihrer Mama schreien. Sie haben eine große Klappe. Hoffentlich steckt was dahinter, Marie. Also damit es auch der letzte Kapitel... Donnie Yen hier, das ist hier, oder der Typ da, wie Donnie Yen aussieht, das ist anscheinend jetzt hier der übelste Coole. Also der hat's halt richtig drauf, der hat vor nix Angst. Hier wird auch jedes Klischee durchgespielt, Wahnsinn. Was soll ich jetzt hier mitmachen? Ist das ein Salzstreuer, oder? Ist das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Habe lange nichts mehr von dir gesehen bei Stream. Habe nie Benachrichtigungen bekommen. Moment, okay, nur zum Schutz. Die sind nicht genehmigt. Okay, nur zum Schutz. Ja, hab auch lange groß nichts gemacht und... Benachrichtigungen? Ja, keine Ahnung. Nicht vergessen, Saddam verstößt gegen die Waffenkonvention. Wir nicht. Kann man dann hier mal... Sind wir dann hier mal durch? Ich hab halt echt keinen Bock mehr hier. Ich will es einfach nur weitermachen. So, das hat man schon. Das hat man jetzt hier noch nicht. Den Scheiß nochmal, den Scheiß nochmal. Muss ich noch irgendwas machen? Nee, hä? Ach! Download fertig. Los zu den Helis. Get to the chopper! Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Hat richtig Rückgrat und zeigt es uns auch. Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil. Wohl eher einen Stock im Arsch. Glaub mir, wo wir hingehen, brauchen wir einen, der alles im Griff hat. Jo, hatte ich gemacht, weil, ja. Ich hab das ein bisschen ausgedünnt, sag ich mal. Dass ich da halt nur wirklich Leute drin hab, mit denen ich auch zusammen so zocke und so. Also jetzt nicht irgendwie, also hat nichts Persönliches zu tun, war halt einfach nur, dass ich das ein bisschen bei mir ausdünne. Salim Othman, Lieutenant, Iraker Bodentruppen. Weil ich habe irgendwie einen Haufen Leute dann irgendwie gefühlt drinne gehabt und dann habe ich mir gedacht so, ey, ich, von weiß ich wie vielen Leuten hast du quasi nur 15 oder 20 Leute, wo du halt wirklich aktiv irgendwas machst. Sinnlos. Also jetzt nicht irgendwie persönlich nehmen oder so, das ist halt ja im Zweifelsfall auch, also ich glaube bei mir kann man das auch auf dem Profil irgendwie auf Follow stellen oder so. Ja, ist einfach nur so. So, sehr geehrter Herr Zane Othman, Ihre Bewerbung um Studienplatz an der Highgate Uni, ach ne, da jetzt lese ich jetzt ja echt nicht vor. Studium, Abteilung.
Dreck. Ja, mit diesen ganzen... Mit den ganzen Benachrichtigungen, deswegen ballere ich das bei mir in den WhatsApp-Status rein. Bei mir dann ab und zu, also jetzt immer auf Discord. Und wenn ich dran denke und wenn ich Lust und Laune drauf habe, wie ist die Scheiße, Instagram? Ja, mach das Geburtstagsgeschenk jetzt auf. Was ist denn los? Stabile Bude. Komme ich jetzt hier irgendwie? Ich weiß halt aber noch nicht, wann ich hier den Upload reinsetze. Ob ich das wieder an einem Montag mache oder ob ich... Ach, hier ist auch noch was. Oder ob ich das jetzt mal unter die Woche stelle. Mal gucken. Bin halt noch am Überlegen, was ich als nächstes größeres Spiel dann nehme, weil, ja. Ich müsste dann... Ist nicht irgendwie sowas wie Batman oder so, dass ich dann für... Wo komme ich jetzt da weiter? Für Mittwoch, Freitag, Samstag. Mittwoch, Freitag, Sonntag, dass ich da wieder ein bisschen ein paar Uploads habe. Wäre eigentlich mal eine Maßnahme. Batman oder irgendwas anderes. So, hier Schlafzimmer juckt. Öffnen. Sehen? Mesopotamische Mythologie. Gewölbe, Dämonen, naja, gut. Sumera. Ey, Leute. Nee. Die Scheiße lese ich nicht. Aber ich werde die Spiele, klingt zwar komisch, ist aber so, ich werde die irgendwann mal, zock ich die halt mal für mich so, mal auf Englisch. Das kommt bestimmt besser, denke ich mal. Denke ich mir mal so. Hallo. Hallo, Anna Salim. Salim Garkun, Abu Zain. ايوه رجعت هو زين مع هو زين مع ابنك طارق ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعه كله خير zurückhaltend كله تمام اصل كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه هديه كويسه لما يرجع ابعتهولي حالا ما اقدرش اقول امتى هيجي انت عارف ولا اي وقت ابعتهولي لو سمحتي طبعا لا 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 يا ديني Arni, Sly und Dolph bitte als Stimmen. Das wäre dann doch zu anders mit. Was ist denn das? تبدو لي سعادتك. العدو جاي يا سليم. العدو جاي علينا دلوقتي. العدو؟ يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ. ما حدش اتسلم. العدو جاي ودي ارضنا. Boah, das ist halt auch so das Setting, das ist so Irakkrieg, ey. Also, wisst ihr, da wurde ich als Jugendlicher quasi, da wurdest du mit den Nachrichten zugebombt des Todes. Das ist so ein Ding, das habe ich halt übel satt. Also, das ist so, wo ich denke, so rebellisch entgegenkommen. Ich muss zu meinem Sohn. Alter, schwätzt Deutsch, ist halt echt so. Happy Birthday, Kleiner. Pergal Bedori. خلاص يا دار. دي آخر مهمة. Ich bin emotional überhaupt gar nicht ergriffen. Mailman 2-1
Ey, wenn das echt ein Film so auf Netflix wäre, ich hätte, glaube ich, gedacht, so, ciao. Ich zock jetzt weiter auf dem Bildschirm und guck mit, und lass die Scheiße nur so nebenbei laufen. Boah, das ist ja sowas von Scheiß. Wir sind gleich da. Ey, Mervyn, was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemein? Warum erzählst du es mir nicht? Beide schlucken Marines. Nicht übel, Kleiner. Hör mal, deine Mutter ist so heiß. Beim Telefonsex mit ihr habe ich eine Ohrenentzündung gekriegt. Oh Mann, wie lange hattest du den parat? Sowas gefällt dir? Ich hoffe, die sterben als Erstes. Ich hoffe, die sterben als Erstes. Ich bitte inständig. Schluss mit dem Scheiß. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Hey. Ich will mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Gerade den Trailer zu Renfield gesehen. Nicolas Cage als Dracula. Zu gut. Auf jeden. Auf den Film habe ich auch schon ziemlich Bock. Was gibt's da zu lachen? Ich habe, glaube ich, auf... War das auf Netflix oder so? Entweder hieß der Film Demeter oder The Last Tour of the Demeter. Darauf habe ich halt auch richtig Bock. Da geht's halt um das Schiff, wo Dracula halt nach London gefahren ist. Provokant. Ja, besorgt. Darauf habe ich halt auch ziemlich Bock. Was geht dir durch den Kopf? Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mal heute Abend später zum Einpennen nochmal eine Runde Netflix an, weil auf Leon der Profi habe ich schon mal wieder Bock. Verständnisvoll, neugierig, ach ja, verständnisvoll. Ich stehe dir bei, Nick. Egal was kommt. Ich weiß. Das hoffe ich. Bullet Train war eben nix. CD-Laufwerk und kein Blu-ray-Disc. Ah. Oh. Dim dim. Was ist das, ein Pfadfinder-Motto? Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja, und? Soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Die habe ich aber schon mal irgendwo gesehen. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Alter, ich hoffe, der Typ geht als Erstes drauf. Der geht mir einfach nur richtig auf den Sack. Warum was riskieren? Immer schön nach vorne sehen. Wie gesagt, CD, nicht mal DVD. Dave, du zarte Sahneschnitte. Oh, Hallöchen, Para, mein kleines Schokotörtchen. Recht herzlich willkommen und schön, dass du dich hier verirrt hast. Du sagst es, Bruder. Oh Gott. Ey, diese Truppe, das ist... Ich hoffe, die verrecken alle jämmerlich. Das ist ja sowas von grauenhaft, denen zuzuhören. Nee. Machst du Streampause? Die Frage ist, wann ist Dave nicht pissig? Ja, wenn ich schlafe. Mann, die haben übelst die Wumm. Ich will endlich mal ballern. Hast du das getan? Aber nee, ich muss irgendwelche Kackdialoge aussuchen. Das ist doch scheiße. Also richtig so ein fettes. Ist einfach nur ein Magazin, einfach mal quer durch die Kante, einfach mal durchrotzen. Ah. Ja, fällt doch überhaupt. Sir, die wurden gewarnt. Hey, Sir, wir wurden gewarnt. Alpha Team, stell dich vor. Verstanden. CQC. Los. Was ist das für ein Game? Das sagt mir gar nichts. Das ist so. Ist sowas wie Until Dawn. So. Mir nach. So ein Super Massive Game. Du hast so verschiedene
Optionen frei, also das ist quasi halb interaktiver Film. Das ist eigentlich so für nebenbei mal ganz lustig. Schießen! Jawohl, leide! Du hast dann so verschiedene Entscheidungen, die du triffst, und damit veränderst du so den Lauf von dieser Geschichte. Also, das ist Horror, aber es ist halt echt der feinste B-Movie auf Netflix. Also, Zimmer geräumt. Es ist eigentlich, wie ich's, also ich hab's am Anfang beschrieben, das ist so quasi ein Unfall, wo du halt einfach nicht weggucken kannst. Das Jahr ist 6 Tage alt, Dave ist pisst, wie am Tag 246. Das stimmt. Nennt sich Kontinuität. Die Leute hier sind nicht der Feind, es sind nur Hirten. Also zumindest schon mal für den Todescounter, Ena ist durch, ne? Wir haben einen Zivilisten umgenatzt. Sir, Hof eingenommen mit minimalen Verlusten. Verluste? Wie minimal waren die? Nur ein Toter. Ein feindlicher Kämpfer oder ein Zivilist, Lieutenant Kolchek? Wir hatten keine Zeit, uns vorzustellen, Ma'am. War er bewaffnet? Ja. Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Wenn es eins gibt, ist es gut getarnt. Wenn es eins gibt? Was soll das heißen, Lieutenant? Skeptisch, das sind nur Hirten. Skeptisch. Colonel, ich glaube, hier sind keine Feinde. Die Männer hier scheinen nur Hirten zu sein. Sind Sie sicher? Ist das nicht nur Tarnung? Wenn das Zivilisten sind, Lieutenant Kolchek, dann ist ein Unschuldiger gestorben. Schade. Das lief prima. Ach ja? Der Hof ist besser gesichert als das Höschen. Wehe, Sie reden weiter, Corporal. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Gehen wir. Passt auf. Wenn einer auch nur die Stirn runzelt, will ich es wissen. Verstanden. Erschießen! Ohne zu fragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese berühmte weibliche Intuition? Junge, ist das... Ja, willst du sehen, was passiert, wenn sie wütend wird? Direkt platt machen, ist halt echt so. Erst schießen, niemals fragen. Was ist hier passiert? Er sieht nicht feindlich aus. Bei allem Respekt. Sie waren nicht dabei und ich gehe auf Nummer sicher. Na, großartig. So was passiert halt. Nein, Lieutenant, tut es nicht. Das war ein Mensch. Vorsatz von Dave 2023. Ja, ja. Genau so. Können wir das für uns nutzen? Assalamu alaikum, ihr Achi. Gesundheit. ولازم تقول الحقيقة فين مدخل مخزن السلاح Er wird reden, ungeduldig. Ihre Befehle, Ma'am. Ja, ungeduldig. Ihre Befehle, Ma'am? Sie haben schon genug angerichtet, oder? Einfach mal eine Granate reinfeuern. Es passt schon. Den Mekan el Magzan. Blair Witch. Shit, was ist das? Blair Witch. Eine Art Götterbild. Scheiße. Vielleicht heidnisch. Vielleicht heidnisch. Ida. Hadara für Urayu. Nennt sich Kontinuität. Neugierig, was zum verdammter Voodoo-Scheiß. Yo. Oh. Verdammter Voodoo-Scheiß. Käfer. Das reicht mir jetzt. Corporal. Erschießen. Erschießen. Kann ich erschießen? Durchsuche den Hof. Verhöre die Hirten. Sag schon, wo ist das Depot? Er war bewaffnet, Ma'am. In diesem Land trägt jeder Waffen. Ahmed, sag so. In diesem Land trägt jeder Waffen, sagt die Amerikanerin. Junge. Die بندقية كبيرة قوي يا أخ. أكثر من اللي أنت محتاجه للغنم. فين مدخل المخزن؟ Genau.
Ja, los, ruff! Immer auf die Fresse. Und nochmal schön das nachtreten. Reicht, Lieutenant. Nee, eine nachtreten. Sprache verstehen die doch nicht. Ich hab alles im Griff. Gibt's noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. Die sagt Herr sowas. Wo war denn? Die sagt sowas, weil so fühlt sie sich wie zu Hause. Ist das Sonja Blade auf Wish bestellt? Ja, irgendwie. Sieh dir den Boden an. Was siehst du? Ein Scheiß. Wenn ihr Depot ist, wo sind die Spuren? Nein. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Sein geliebtes Kalos liegt voll daneben. Wir haben Befehle, Sergeant. Die Suche geht weiter. Das ist halt so echt so richtig so ein gefühlter 0815 Ami-Kriegsfilm Afghanistan. So irgendwie. Werden jetzt hier mal alle erschossen? Oder? Ach nee, die alte schon wieder. Ihr habt mächtig Ärger. Ey, als ob das die interessiert, was. Das kenne ich aus Evil Dead. Wo ist das Öl? Das Rapsöl. Das wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf stellt. Und nimmt das Heroin mit. Let's go. Endlich kommt es. Endlich. Die Milch von oben. Oh, herrlich. Fuck! Er saß! Ihr Arschlöcher! RIP! Fuck! Scheiße, beschissener Scheiß! Darf ich dich reinreiben, meine süße Erdbeerstuhle? Stulle! Runter, runter! Sicht den da oben! Feuer erwidern! Los! Wo ist er denn? Hä? Ich hab ja gar keinen gesehen. Tschüss! Fuck. Das war verdammt knapp! Meine Fresse, diese es reicht dann aber auch mit den semi-coolen Sprüchen. Das ist ja nervig. Halt, warten Sie! Atomo! 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 Jetzt kommt Rambo. Ich sehe das schon kommen. Jetzt kommt der Rambo. Sterberstuhl? Sterberstuhl? Fick dich! Fick dich! Fick dich! Die Wichser sind schwer zu treffen. Wir rücken vor. Lauf! Wir müssen zu tun. Ja, ihr mich auch. Ich scheiß doch auf den Nerdmann. Reizen wir ihn mit WP ein. Kein Phosphor auf Menschen schmeißen. Na, doch. Komm schon. Sollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich nachdenken. Alter. Nachdenken worüber? Ballert doch. Massakriert. Ist WP jetzt genehmigt? Feuer frei. Los jetzt. Feuer frei. Oh, Shane. Rambo benutzt blaues Licht. Es ist sehr effektiv. Gib mir Deckung und hol Joey da raus. Genau.
Was ist los, Mann? Du blutest ja. Ich habe keine Zeit zu bluten. Es ist irgendwie für so einen Kampfeinsatz ist es von den Nebengeräuschen irgendwie zu leise. Weißt du, so... Alter, genau. Weißt du, so ein paar Granateneinschläge nebenbei würden da noch ein bisschen mehr Action reinbringen. Ja, ich hoffe, er stirbt. Ich weiß, es tut weh, du stirbst doch nicht. Doch, ich hoffe, er stirbt. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Ne. Halt bloß still. Reiß ihm die Gedärme aus, es ist nur eine Fleischwunde. Lügner. Ja, endlich ist er breit. Ja, oh ja, genau, jetzt auf einmal kommt das Kreuz. Ach komm, ey. Ist das scheiße. Worauf wartet ihr? Ausschwärmen und kämpfen! Voll der Arnie-Move, das war ein richtiger Wrestle-Move. Verdammt! An alle hier der hat einen Marmeladenspender in der Hose, ja? Oder in der Nase. Oder hat zu viel Stranger Things gesehen. Geht es noch schlimmer? Ball ihn ab. Den Boden, sonst blass ich dir deine verdammte Birne weg. Da wird nie gefragt, da wird geschossen, Mann. Schieß ihn, los jetzt. Jawohl, da wird Gott überlegt. Ah, ich wäre so ein richtiges Arschloch. Ups. Ich habe so das Gefühl, der ist der Nächste. Schieß nicht daneben. Jetzt kommt Rambo. Ach nee, das ist der Geburtstagstyp. Der Boden bebt, gleich kommt die afrikanischen Kampfmatches. Auf jeden. Unmöglich. Der denkt jetzt, der kriegt gleich Flashbacks, weil er denkt gleich kommt Godzilla. Rachel! Scheiße! Ja, wie soll es natürlich sein? Zwei total unterschiedliche Charaktere müssen jetzt zusammenarbeiten. Man kennt's. Cthulhu erhebt sich. So viel Spaß. Für wenig Geld. Ich will mich ja nie beschweren. Ich habe das Spiel auch nur geschenkt bekommen. Ne? Das ist auch nur beschenkt bekommen. Die Geste an sich rechne ich hoch an. Finde ich auch sehr nett, aber ich möchte kein Super Massive Game geschenkt mehr bekommen. Bitte, danke. Dave schüttelt nur den Kopf. Sympathisch, dieser Typ. Ja, ist doch so. Wenn ich... Nee. Also, ich bin... Flammender. Ja, also... Flammender, sehr... Ich gucke mir gerne solche schönen 80er-Jahre-Actionfilme an. Und da muss man halt echt nicht überlegen. Aber selbst so eine... Nee. Ich wollte schon sagen, selbst Predator ist dagegen ja Bildungsfernsehen, aber Predator ist ja einfach Bildungsfernsehen. Alter. L1, um die Taschenlampe ein- und ausschalten. Okay. Ich meine, die alten Action-Gurken, die hatten ja noch einen gewissen Wortwitz, aber das ist ja halt richtig so billig kopiert und nicht, also... Du wirst mich wohl verarschen. Das war ein großes Hündchen. Meistens schüttelt er den Kopf zur Mucke, aber weint den Lohn hinterher, wie sie mal waren. Naja, gut, ja. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, ich hätte, glaube ich, gar keinen Bock mehr auf lange Haare. Weil meine Lex Luger Gedächtnisperücke hier, die finde ich dann doch irgendwie in vielerlei Hinsicht praktisch. Und apropos, am Sonntag geht's aufs Konzert, yay. Isländischer Black Metal. Mann, hab ich da Bock drauf. Für 20 Euro kann man das schon mal machen. Was wird konzertet? Die Band nennt sich, ich hau die mal hier in den Dings rein. Na? Miss... Oh Gott, wie schreibt man die?
Ja, warte mal. Miss Firming. So werden die geschrieben. Ich glaube, so ein MacGyver-Schnitt steht hier. Na, ich würde eher sagen, hier Tom Selleck aus Magnum mit noch so einem Pornobalken drinne. Mm. Hawaii-Hemd und so halboffenes Haar. Ja, halboffenes Haar, ja. Wollte schon sagen, halboffenes Hemd. Ja, ihr wisst, was ich meine. Miss Firming. Ja, oder Miss Firming. Also das P, das hat so einen ganz komischen Apostroph. Ey, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber schon geil. Bist du's, Nick? Also ja, also konzerttechnisch geht's Januar bei mir eigentlich schon recht gut los. Wie gesagt, jetzt Miss Firming und ich glaube 2 oder 3 Wochen später, zumindest Ende Januar, geht's nach Leipzig zu Heaven Shall Burn mit Trivium. Darauf habe ich auch richtig Bock. Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe fällt. Egal, auf Small-Konzert gib ihm. AFKU. Oder so ein Jake the Snake Hogenschnorres. Boah, nee. Alter. Nick? Sergeant K. Ja, ich sag mal so, bei Black Metal. Augen auf. Oh, das hört sich gut an, Heaven Shall Burn. Jo, das stimmt. Ich hab was gesehen. Ich muss, also bei diesen Black Metal Dingern, da finde ich halt eher geiler die Atmosphäre, die dann darüber aufkommt. So ein bisschen, so dieses Action- und Adrenalin-Gedönse finde ich bei so Hardcore-Konzis dann doch schon irgendwie geiler. Ne? Also. Hätte im Hubschrauber bleiben sollen. Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit. Get to the chopper. Oh mein Gott, zieh Gott nicht in diese Scheiße rein. Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr. Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein. Bevor du uns umbrichst. Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sergeant. Du hast nichts gesehen. Team Jesus. Ängstlich, das stimmt etwas nicht. Vor allem, ich denke mir, wenn wir dort irgendwelche Chemiedinger ausfindig machen sollen, ist das halt echt wieder alles nur irgend so eine Vorstellung von den Typen, dass da wieder irgendwie so ein Chemiegedöns greift. Hast du sowas schon mal gesehen? Was ist das hier bloß? Das ist so, das zieht sich leider bei diesen ganzen Super Massive Games halt richtig durch. Sobald du halt einmal diese Auflösung, sag ich mal, oder sobald du einmal so einen kleinen Faden dahinter hast, das ist halt sehr, also leider sehr repetitiv. Was soll ich fühlen? Das neue Spiel Devil in Me irgendwie soll bis. Ja, gut, das sagen die gefühlt über jeden Teil, dass da irgendwie besser sein soll, aber. Das ist halt. Formel X. Somit müssen wir jetzt hier durch. Kann man hier mal irgendwie mal irgendwas machen? Ah, hier gibt's noch was. Hier gibt's was. Untersuchen. Es läuft auf etwas anderes hinaus. Das so viel kann ich sagen. Ja, aber es wird halt wieder. Oh, Scheiße. Haben wir uns das nicht auch mal irgendwie mal angeguckt? Ich bild mir ein, wir haben uns doch mal darüber mal irgendwas angeguckt, aber das war halt wieder sowas von belanglos, das habe ich schon wieder vergessen. Warte mal, von hier kam ich doch, oder? Ach, scheiß drauf, wirklich einfach nochmal durch. Die Scheiße habe ich mir angeguckt, genau. Ich würde jetzt hier gerne einfach mal hochgehen. Hallo, wie geht das? Geht das jetzt hier hoch? Nee. Hä?
Oha, das ist neu. Das ist schwerer, als es aussieht. Hilf mal. Könnte hier Hilfe brauchen. Hast wohl lange nicht trainiert. Das ist Mervyn. Oha. Mann, ich versuch's doch. Hör endlich mal auf zu zappeln. Fuck. Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nick, ich brauch dich hier. Schneid den Draht durch. Wie so eine schön Abgang, wie so eine Salami. Ich kann dich hören, weißt du? Ach, oh. Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Hab Morphium dabei. Nimm es. Schön. Der mit den dämlichen 0815 Sprüchen, der geht auch krachen. Fantastisch. Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst wach. Wach? Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Natürlich. Haha, cool. Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Das war cool. Das sieht auch in der Wiederholung sehr schön aus. Zup. Was war das? Was ist los? Was ist mit ihm? Was ist da bloß? Stelle ich mir auch sehr angenehm vor. Achso. Oh, Scheiße. Ist das schlimm? Willst du die Wahrheit hören oder nicht? Ich spuck es einfach aus. Und tschüss. Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, der wird es zu uns führen. Bleib still. Mann, nimm das Morphium. Die Fresse, Mann. Du musst still sein. Lass los, Mann, du bringst ihn noch um. Da rein jetzt. Lass mich nicht allein, Nick. Nick, du bringst ihn um. Ach komm, ey. Dummer Krieg. Junge. Och, das ist aber so schade. Na komm. Hat's doch richtig gut gebracht. Meine Güte, ist das scheiße. Ah, schön. Das gefällt mir schon wieder. Ach, das war jetzt der Iraker, genau. لازم سليم عثمان لكل الجنود انتوا فين حول انت فين انت على ماشي كابتن دار هذا تسمعني عندي رسالة حول كابتن زفت سليم سليم wer ist da دار إذا قدرت تسمعني أنا
Tyr, the Gath, Howl Ochrog, Howl. Ach, ich hatte Pläne, ein langes Bord, ein wenig Radio hören. Sprich Deutsch, Mann! Das ist jetzt hier die Alien-Brutstätte. Wann kommen die Predatoren? Wann? Ich suche Antworten. Wer ist denn das schon wieder? Ne, der Typ von gerade eben ist es nicht. Na gut. Einfach mal der Blutspur folgen, würde ich sagen. Oh, Shane. Finde deine Verbündeten, durchsuche die Ruinen, folge der Blutspur. Na, dann machen wir das. Jetzt bin ich ja gespannt. Ey, das ist halt wie, wirklich wie bei Alien. Es ist... rein da. Kommt der, das Vieh kommt bestimmt gleich von oben oder von der Seite. Ich sehe. Hallo. Hallo. Das ist viel zu ruhig hier. Meine Intuition sagt mir, hier ist gleich irgendwie Polen offen. Safe hinter dir. Ach, der Verbündete. Oh. Das habe ich vergessen, die Waffe zu nehmen. Irgendwas ist immer. Ach komm, renn. Renn doch einfach. Weiter eine Etage runter. Oh. Death by Car Crash. Freu dich mal nicht zu früh, mein Freund. Ach, jetzt hier da. Der Colonel oder was? Genau, der Typ. Herr
stürzt gleich alles ein, verdammt. Ich mach mal schnell einen blauen Bildschirm. Der Ruf der Natur ereilt mich. Wupp, wupp, wupp. Da sind wir wieder. Let's go, Leute. Besorgt. Wo sind die Marines? Hier. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Besorgt. Alles gut. Prost. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Rehe, welcome back. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Beruhigen, verlass dich auf mich, sachlich. Wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl, gehen wir. Sofort. Karabiner schlingen, Seil Licht. Scheiße. Okay. Das war das gerade Tourette? Okay. Okay. Dann los. Okay. Da geht's steil runter ins Nichts. Wir haben Seil. Wie unsere Beziehung. Hahaha. Hier. Ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Irgendwie hat draußen einer übelst hart Humor. Irgendwie geht draußen in die Feuerwerk. Da denke ich mir auch so, meine Güte. Der hat, glaube ich, sich ein bisschen im Datum geirrt. Oder in der Woche, je nachdem. Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Genervt, das würde dir gefallen, was hier verwirrt. Wenn hier unten nichts ist, warum dann der Angriff? Na, weil Krieg ist. Da Ach! Leute gerne rum. Weil Krieg ist, das erklärt natürlich alles. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Boah. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Erinnert dich das nicht an früher? Weil ich mich verloren fühle? Autsch. Diese scheiß Klischee-Beziehungsdialoge. Meine Fresse. Meine Fresse. Oh yeah. Aber machen wir uns nicht vor. Das ist alles nur... Da wird einfach nur irgendwas angeteasert, ne? Und dann am Ende... trifft es zu. Wir hatten es doch schon bei den anderen Teilen genauso gehabt. Da kam der geilste Scheiß raus und was ist passiert? Nix. Okay, ja gut. Geh mal vor. Ja. Sieht alt aus. Alt? Uralt. Das ist... Alt! Schrift. Sumerisch vielleicht. Was ist das hier? Also ich habe noch eine Pokémon-Karte von Mewtwo. Da waren auch solche Zeichen drauf. Vom... War das der erste Pokémon-Film? Oder der zweite Pokémon-Film? Da hat man im Kino so eine Mewtwo-Karte... Ne, eine Mew-Karte bekommen. Vielleicht kennt das noch einer. Hat die Otze mich alt genannt. Jetzt gleich richtig schön runter, die Treppe runter, hier runtertreten. Du sagst so, du Bitch, du nennst mich niemals alt. Naja, schön habt das hier. So nochmal hier ein bisschen ein paar Vorhänge an die Wände, dann sieht es eigentlich richtig gemütlich aus, muss ich sagen. You get a Mew, you get a Mew too. Boden scheint stabil. Ja, sieht gut aus. Das ist ein richtiges Power-Couple, ey. Wahnsinn. ProSieben würde da eine Reportage drüber drehen.
Auch wäre das nicht schön, wenn sie dann durch diese Erlebnisse wieder zueinander führen und ihre Beziehungen neu erwecken würden. Ach, wäre das schön. Mm. Du lässt dich von Druck nicht kleinkriegen. Bro 7, auf jeden. Was denkst du, war das hier? Na gut, eher bei dem Angebot kannst du das eigentlich eher Po 7 nennen, weil... Vielleicht sind wir in einem Tempel. Damals, als Po 7 noch cool war. Ach hier, das Ding aus. Ach, von wann denn? Hazuzu. Guckst du keine Horrorfilme? Woo! Die Antwort solltest du kennen. Hazuzu! Ein sumerischer Dämon. Hat wohl was mit Plagen zu tun. Der Exorzist, jetzt weiß ich's wieder. Und Dämon, ja? Oder Hellraiser? Tag. Und Hellraiser? Hazuzu? Was hatte ich denn noch? Unglaublich. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Gab's Hazuzu auch bei Ghostbusters? Das fehlt uns noch. Kriegen wir die auf? Die wird nicht nachgeben. Achso, hört sich mein... Ja, der ist Kult. Pazuzu. Es geht mir derb. Alles klar. Die muss, glaube ich, pinkeln. Hä? Was ist denn jetzt hier? Gozer. Was ist? Hast du nichts gehört? Nein, gar nichts. Ich dachte, da unten wäre was. Das ist Gollum. Er folgt uns schon seit 3 Tagen. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Was ist dir geschehen? Da schießt jemand. Wo kommt das her? Bei diesem logischen Anspruch habe ich irgendwie gleich Bock auf Batman mit Adam West, Alter. Das ist genauso. Ist tief. Ach nee. Kommst du dir sicher vor? Batman, das ist ein Fahrstuhl. Wo führt der wohl hin? Nach unten wahrscheinlich. Was geht runter? Ach, das ging ja flott. Adam West. Ich sag's wie bei jedem Game von dieser Spieleschmiede. An sich, es ist echt vom... Unglaublich. Vom ursprünglichen Gedanken her, es ist halt echt cool gemacht. Aber irgendwie, es fehlt immer noch so ein Stück, wo du halt einfach sagst, einfühlsam, tut mir leid, Eric, wie konnte das passieren, frustriert. Wie konntest du dich nur so irren? Es fehlt halt immer noch irgendwie ein Stück, wo du sagst, so, jetzt läuft das irgendwie rund. Wofür? Ein paar Fässer und Kisten? Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Kalis wird stärker denn je. Du glaubst, ich schaff's nicht? Glaubst du nicht an mich? Gehässig, selbstbewusst, ja. Weil man hat so... Das ganze Grübeln bringt nichts. Auch so von diesem... Darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Von dieser Bildsprache. Man hat da so ein paar gute Dinge halt schon drin, aber das ist halt alles so... Von den Luft nach oben, aber ja. Ich denke mal, das ist halt auch so eine reine Kostenfrage, wenn die alle 3 Viertel lang dort ein neues Spiel rausbringen. Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Irgendwo müssen die halt dann leider Abstriche machen, ne? Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Die Marine. Glaubst du, der geht noch? Bauer Horst macht den Eiger ja klar. Bestimmt. Braucht nur Benzin. Benzin! Dann suchen wir mal. Gib mir Benzin! Ach, wo du auch bist, Nick. Pass auf dich auf. Wie bitte? Hast du was gesagt?
auf der Suche nach... Spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Eric, schau mal hier. Was macht ein Maschinengewehr hier? Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Was zum Teufel war hier los? Fuck, das gäbe ein schönes Feuerwerk. Let's go. Spreng diesen ganzen Kanister hier in die Luft. Hier spricht King an alle. Hört ihr mich? Over. King. Das ist ein cooler Song von Satyricon. Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Ich habe jetzt hier bald mal alles durchgesucht. Was soll denn jetzt hier noch kommen? Ich hätte auch einfach dem folgen müssen. Okay. Okay. Ich verstehe nicht, wie ich mich so irren konnte. Was ist denn das? Sie wollten wirklich ihre Flanke schützen. Wo glaubst du, führt der Durchgang hin? Weiß ich nicht. Kaelis-Daten helfen vielleicht. Aber warum nur? Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Das sage ich mal bei dem Spiel hier auch immer. Wie kommt es, dass sowas Großes so lange unentdeckt bleibt? Bitte jetzt hier sexuelle Anspielung einfügen. Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Das ist gute E10. Endlich haben wir auch mal Glück. Das gute Petroleumdestillat. Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Das Bein! Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir es an. Das Bein? Oder was wird jetzt angepackt? Beinhart wie ein Rocker. Beinhart wie ein Chopper. Beinhart wie ein Flaschbier. Beinhart geht das ab hier. Brumms. Leuchte mal den Tanker. Riecht schön scheiße animiert. Ist? Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Ja, einfach bei dem hinterherlaufen, wie ich das immer so mitbekommen habe. Über diese Lage informiert ist? Vielleicht haben die Piloten was gesagt. Wenn einer überlebt hat. Feinste PS3-Animation ist halt echt so. Wo kommt das jetzt her? Dann nimm doch mit jetzt, Mann. Hier ist Klebeband. Sehen wir, ob der Generator noch läuft. Die Lampen schnell in Gang bringen. Ich sehe nichts. Ja, was ist so? Was ist denn das für Schönes?
Der Fluch von Akkad. Okay, gut. Die Kacke könnt ihr euch gleich mal klemmen. Die sind frei. Alle ohne Ausnahme. Die schaffen das. Hä? Wo ist jetzt dieser scheiß Generator? Hä? Da war doch hier irgendwo, oder? Nee. Ja, komm. Feinste Sprengung, wir wissen's. Ach nee, die Scheiße gucke ich jetzt nicht durch. Löscht euch. Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Nee, brauche ich nicht. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Hä? Sag mal, bin ich jetzt hier total bescheuert? Wo ist denn jetzt dieser Kackgenerator? Da hinten. Meine Fresse. Nee. Das ist jetzt wieder bloß das Ding. Hä? Katalog muss irgendwo sein. Ich gehe jetzt einfach den Dings lang. Dem Cable. Das ist er doch. Meine Fresse. So, jetzt wird wieder feinste Animation geliefert. Hast du's? Ich hab's. Was du am Sitzpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Geht es dir nicht auch so? Ich meine, die hat einen anderen. Ach komm hier, let's go. Einfach irgendwie irgendwas reingeben. Warum auch nicht? Wir haben so viel erlebt. Halt den Schlauch. Wupp. Schön. Hilf mir mal mit der Platte. Platten. Die sehen echt schlimm aus. Oh. Kaputt. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Oh, ich kotz gleich. Meine Fresse. Warum haben wir nicht gekämpft? Hab ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Klingt wie eine Ausrede. Ach, zynisch. Klingt mehr nach Ausrede als nach einer Entschuldigung. Weder noch, nur ein Fall. Blödsinn. Du wusstest nicht, ob Kalos hier funktionieren würde.
Rex. Na komm, spuck's aus. Du fühlst mir Rage. Ob du es glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt überhaupt nicht mehr. Das war einmal, noch besteht Hoffnung. Ach komm, wir sind optimistisch. Vielleicht gibt's doch noch Hoffnung für uns. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. Effizienzklasse Z. Ja, sieht doch gemütlich aus. Wir haben Strom. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Oh, jetzt wird wieder geballert. Schön. Batman hat sich ganz schön verändert. Wir müssen da durch. Den anderen Weg. Durchqueren, umgehen. Wir umgehen das. Wir umgehen die Sache einfach mal. Let's go. Leon, help! Schnell! Ja, macht's gut. Haut rein. Das Vieh auch irgendwann mal. Wie ich das hier hasse. Der kommt doch gleich. Ne, doch nicht. Ich hätte gedacht, da käme noch von hinten irgendwas. Aber okay, gut, dann halt eben nicht. Untersuche das Tonbandgerät. Mm. Wird jetzt hier ein alter Fluch abgesprochen? So Evil Dead Ding. Sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Geht schon, das kriege ich hin. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Boah. Distanziert, das liegt hinter mir. Romantisch. Komm, romantisch, ich will mehr Kitsch. Du warst immer ein Guter. So gut für mich. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Ich will dich zurück, Rage.
Warum ist das kein Schnaps? Liebevoll. Ich habe einen anderen. Ernst. Du musst loslassen. Ich habe einen anderen. Das bricht ihm das Herz. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Das ist ja echt wie bei Tanz der Teufel. Was nie die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Nein, es tut mir leid. Der Balrog von Morgoth. Hallo? Das ist bestimmt so ein Vieh. Der wird doch gleich weggesnackt. Nee, doch nicht. Quicktime Event! Gib mir Deckung. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. Das ist Rachel! King, hier ist Mailman 2-1 Actual. Wiederholen, over. King, hier ist Mailman. Der ist doch hinter dir. Das sieht man doch schon. Fuck! Von oben oder von hinten? Nee, doch nicht. Okay. Okay. Ey, diese Cuts, die sind immer ein bisschen. Nichts einfach sein? Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts? Kalb ist Uncharted. Ja, er kommt. Los. Ich weiß nicht, wie man sich bei solchen Spielen erschrecken kann. Ich verstehe es einfach nicht. Rachel. Ach, jetzt das, wo die vielleicht stuppt. Hab dich. Ja! Ja! Da kommt das Seil, das schaut sich doch gleich durch. Zu dunkel. Komm schon. Fuck. Verdammt, Rachel, halt endlich still. Ja. Komm, wir ziehen die. Let's go, tschüss. Nein.
Ja, die hat ja eh einen anderen. Hätte ich auch so gemacht. Ist jetzt echt tot? Bonusinhalt freigeschaltet? Och nö. In welchem Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Bande, die man einst für unzerstörbar hielt, wurden jetzt gekappt. Das Herz fällt schließlich immer als erstes. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft ihr doch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter meine Fresse, was für ein gewulstiges Geschwätz. Eins nach dem anderen. Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Ich stehe auf Frauen, nur so viel dazu. Wir machen einfach mal auf Ja. Eine kluge Entscheidung. Ich habe dem Mim gerade überhaupt gar nicht zugehört. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Blinder Dichter. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Tschüss. Aber die Alte ist jetzt RIP, ne? Das haben wir geschafft, oder? Kannst du dir mal wie die vorstellen? Es tut mir so leid. Das ist einfach alles Gott. Ich bin schuld, Mann. Ich hab Mervyn umgebracht. Es war ein Unfall. Genau wie die Frau am Checkpoint. Mach diese Situation nicht noch schräger. Reiß dich jetzt zusammen! Colonel, sind Sie das? Was ist mit Rachel? Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen und Rachel. Mir ist gefallen. Ich hielt sie wirklich so fest, ich konnte, aber sie hat mich runtergezogen. Ich musste das Seil kappen. Rachel! Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Das hat er gut erkannt. Und das Rumgebrülle macht die Sache, glaube ich, nicht einfacher. Da drüben. Gehen wir. Unmöglich. Der dreht doch langsam durch. Irgendwie habe ich das so im Gefühl. Langsam. Er könnte noch hier sein. Ehrlich, Körne, die Iraker sind unser kleinstes Problem. Der ist noch echt irgendwie mir am sympathischsten von dieser komischen Sauhaufentruppe. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over.
Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Wer zur Hölle war Joey? War das der Nerd? Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Gar nicht. Joey! Ja, ist halt echt so. Wer zur Hölle war Joey? Lieutenant, was meinten Sie damit, dass die Iraker unser kleinstes Problem sind? Glauben Sie an Gott? Boah, geht die Scheiße wieder los. Absolut nicht. Sollten Sie aber. Wir werden angegriffen von... Ich weiß nicht was. Sie werden es mir ja doch nicht glauben. Ich war dort und glaub's auch nicht. Monster. Monster. Kommen Sie. Sie sehen Gespenster. Sir, bei allem Respekt... Lieutenant, wir stecken mit einem Iraker fest. Vielleicht mehreren. Was Sie gesehen haben wollen, das ist Mist. Die Statuen. Nick! Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Das kriege ich hin. Der Satellit. Ich verbessere mit den Daten mal den Algorithmus. Das sind nur Kinderkrankheiten. Wütend, es gab Tote, zurückhaltend, verstanden, Sir. Denke ich mal. Verstanden, Sir. Wir sollten weiter. Na, ah, das müsste natürlich kommen. Sie bewachen den Eingang. Wir sehen uns das an. Ach, nicht schon wieder diese Generatorkacke. Das soll also Saddams Chemiewaffendepot sein. Lauft um euer Leben, wir sind verloren. So viel zu Erics protegiertem thermischen Satellitensystem. Eric muss uns ein paar schwierige Fragen beantworten. In seiner Haut will ich nicht stecken. Wo war denn jetzt schon wieder dieser scheiß Generator da hinten? Der Generator. Sehen wir mal nach. Könnte Hilfe gebrauchen. Schon dabei. Ich hatte wohl ein großes Problem mit dem Ding. Sabotage? Scheint so. Halte Ausschau. Schluss mit dem Quatsch, beeil dich! Sieht das hier etwa noch Quatsch aus? Gute Arbeit, Sergeant. Augen auf. Dropkick, wir melden uns zu One Actual. Wir gehen weiter rein. Over. Verstanden. Vorsichtig da unten. Dropkick out. Verzweigung. Wo führen die Kabel hin? Hier lang. Oha. Fuck. Sei vorsichtig. Stolperdraht. Durchschneiden. Geräumt. Sieht einfach aus. Gegenexplosion? Nee. Ich muss nur den Draht kappen. Wohl der, der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Hier Dropkick. Wie läuft das Callcheck? Ihr Freund hat eine USB-V dagelassen.
Uns geht's gut, aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs, Dropkick out. Die geht so gleich zur Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ja so permanent ruhig ist. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? April 1946. Ah, geil! 21. Oktober 1946. Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie, seinem verdammten Maschinengewehr, teilte. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien die Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram-Sin. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der wir in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietenden Hallen so ansehe, bezweifle ich das nicht im Geringsten. Nett. Okay, das fand ich eigentlich ziemlich cool, diesen Einspieler. Was ist das hier? Das Opferlamm? Oder was soll das sein? Okay. Gepfählt. Ach ja. Vlad-Teppich. Mann, mach durch jetzt. Hä? Okay, geht's nicht weiter. Meine Fresse, dass man hier auch nichts sieht. Kann er sich einfach mal hier verpissen. So, die Scheiße hat man schon, stimmt, okay. Hier liegt aber auch ein Müll. Ah, hier. Hätte ich mir das alles schön klemmen können, verdammt. Er könnte uns unten auflauern. Ist das Joey? Er lebt noch. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Am Ende hat der sich das alles nur eingebildet. Vielleicht auch nicht. Das war natürlich noch der Knaller. Der ist irgendwie im Halbtod oder so. Ach. Sympathie. Hey, erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir hörten Joey im Tunnel. Wir glauben, es war Joey. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Denken Sie daran, dass ich hier entscheide. Ich gehe vor. Selbstbewusst, ich gehe vor. Wieder schrämt über. Ach ja, komm, let's go. Nein, ich gehe vor. Bestimmt nicht ohne mich. Oh Mann.
Mensch, Salim, gib dir doch mal Mühe. Ja, hier geht nix. Oha. Fass ihn an. Ob das so gut ist? War ja klar. Oh shit. Jetzt habe ich gepennt. Aha. Oh, Alter! Jawohl! Das ist noch einer. War das jetzt ein Flashback oder war das jetzt... Das habe ich jetzt nicht so mitgeschnitten, muss ich ehrlich zugeben. Das war aber jetzt... Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es einer von den anderen drei ist, weil sonst hätte man ja... die Dings gesehen. Da ist das Vieh.
Hörst du Joey noch? Okay, dann könnten die das doch sein. Hier ist Mailman 21 Actual. Joey, hörst du mich? Bitte komm, over. Sie waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Düster, das ist nicht Joey. Keine Ahnung. Er starb. Scheißegal, was das ist. Es ist verdammt nochmal nicht Joey. Nun, im Gefecht kann man sowas nicht immer einschätzen. Was soll das denn heißen? Vielleicht irren Sie sich ja, Sergeant. Zurückhaltend. Ja, genervt. Ich weiß, was ich sah. Mein Gott. Hoffen wir einfach, dass er noch lebt. Wir haben heute genug verloren. Tut mir leid, Sir. Wegen Rachel. Ach, wirklich? Kolchak sagte, ihr nanntet sie die Queen Bitch. Ich aber nicht. Ich wusste es besser. Ich hab's geflankt. Waffen prüfen. Nichts dem Zufall überlassen. Wie tief ist das Scheißloch? Solche Risse habe ich im Tempel gesehen. Die sind wohl durch das Beben entstanden. Los, gehen wir weiter. Corporal Gomez, hier Dropkick. Hören Sie mich, over. Ist das Blut? Nee, Farbe. Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Wie in Vietnam. Stimmt was nicht. Vielleicht ist er nicht allein. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Bleiben wir zusammen. Nein, schneller. Joey braucht uns jetzt. Beeilen wir uns. Joey, bist du das? Das ist einer von den Irakern, denke ich mal. Hier, ja, vorsichtig. Langsam weitergehen. Oha. Na toll. Einheit versprengt. Scheiße, Ura. Hier Mailman 3 an Mailman 21 Actual. Komm, Lieutenant, over. Hier Mailman 3 an Mailman 21 Actual. Komm, Lieutenant, over. Mailman 3 am Dropkick. Colonel. Sind Sie da? Over. Oh nein.
Da führt kein Weg vorbei. Langsamen sie nur. Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Ich habe gesehen, wie der Dämon eine ganze Einheit zerfleischt hat. Wir müssen außen herum. Bereit. Dann mal los. Oha, das war knapp. Eigenschaften aktualisiert, okay. Was ist das denn? Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Böse. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt... Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt.
Kann ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. Ich bin Nick, ungeduldig. Ja, wir sind einfach lässig unterwegs, ne? Einfach Halle lässig. Solltest du meinen Namen kennen. Nick Hay, Sergeant. Salim Othman, Lieutenant. Iraker Armee. Shukran, Yehui. Hier ist Mailman 21 Actual an Mailman 3. Hörst du mich? Over. Klar und deutlich, LT. Sehe dein Licht. Geh weiter. Ich bin gleich da. Over. Ich komme zu dir. Beruhigend. Sie tun dir nichts. Waffe runter, sofort! Richte nicht deine Waffe auf mich! Schon gut, jetzt lange mal tief durchatmen! Er ist nicht der Feind! Ich will euch nichts tun! Du machst einen schweren Fehler, Soldat! Weg mit der Waffe, sofort! Oh, nee! Nein! Erst ihr, dann ich! Waffe runter oder wir schießen! Ich sagte sofort runter mit der Waffe! Lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen! Ist er tot? Na hoppla. Er ist tot. Na hoppla, das ging. Das war. Das. Er ist tot. Das war. Ja. Das hätte ich so nicht gedacht. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir müssen zum Tempel zurück. Jetzt wird's mich wirklich überrascht. Sagt der Taro, 3/4, na gut, ein bisschen können wir noch machen. Ein bisschen. Was ist denn das? Wieso geht das auf einmal? Achso, die machen jetzt Lagerbericht. Okay, ich hab nichts gesagt. Gleich knallt's. Hier kam's der Boom. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Oh, noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Ich bin immer für dich da. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Was ist dein Problem? Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Nachtragend, sie griffen unser Land an. Warum verteidigst du sie? Nachtragend. Bei dem Anschlag in New York vor 2 Jahren hielt sich ihr Respekt stark in Grenzen. Und jetzt sollen alle braunen Menschen büßen? So habe ich's nicht gemeint. Du kennst mich besser. Ja, das dachte ich. Ich meine doch nur, dass es in diesem Land ein paar echte Monster gibt.
Ist das so? Ach, Sodom. Wenn wir daheim sind, lachen wir darüber. Ja, vielleicht sagst du mir dann deine Meinung über uns Schwarze. Wir müssen noch die Ostflanke sichern. Augen auf. Gehen wir. Scheiße. Die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder. Manchmal kommen sie wieder. So nah war ich der Hölle noch nie. Mehr Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Let's go. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Vermin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Befehlend, vertraute die Mitte. Wir brauchen die größte Wirkung. Vertraute die Mitte des Korridors. Dann mal los. Machen wir das Beste draus. Das wird bestimmt falsch sein, so wie ich mich kenne. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Oh verdammt, ich muss wieder gehen, sonst wäre ich gespoilt. Kein Problem, ich danke dir trotzdem fürs Zugucken. Ich wünsche dir, wenn du gehen solltest, wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, ne? Und ja, gesundes Neues. Ich habe sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Wir haben Mist gebaut. Lass es hinter dir, Mann. Wir machen mal so, diesen da. Die Dämonen da unten töten dich. Ist das Spiel nicht ein kompletter Spoiler? Naja, gut. Lass es hinter dir, Mann. Ich mein's ernst. Kommt halt immer drauf an, wie man spielt, ne? Aber das Ding ist halt so, das Ende. Man will dann halt wissen, so, aha, das war's jetzt. Kann ich schon verstehen, dass man da jetzt nicht so Bock hat. Einmal zum Austesten, einmal für den Nachdruck. Niki, komm schon. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Scharf. Stell eine Kamera auf, dann Rückzug.
Ja, moin, Lady. In der Grube. Sieht aus wie bei Doom. Eric? Eric! Wo bist du? Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Keine Angst, Mädel, der ist tot. Nick? Jason? Scheiße. Jo. Da ist eh bald soweit ist. Ich mache mal einen kleinen Cut. Wir gehen mal zurück ins Hauptmenü. Eigentlich dürfte ja nichts passieren. War doch für den Anfang wieder mal ganz lustig. Na komm. Ein bisschen hebe ich mir für morgen auf. Mal gucken. Spiel allein. Jetzt müsste es hier eigentlich weitergehen, ne? Fortsetzung. Blutbad, die Grube. Genau. Fantastisch, ja. Dann machen wir erstmal Schluss. Habe ich hier irgendwie in meiner Liste drin, wo sich's lohnt? Hey, der Carl spielt Cuphead. Ne, der spielt Lego Speed Champions. Ja, was denn nun? Dann halt nicht. Ja. Ne, wie gesagt, danke für den Raid erstmal. An Gluon. Da könnt ihr mal in Dingens da lassen. Irgendwo. Ja, danke fürs Zugucken. Ihr kennt die ganze Scheiße, ne? Für alle die, die sich das auch auf YouTube mal angucken, hier. Könnt ihr mal hier so in Dings geben. Ja, ich denke mal, ich werde morgen weitermachen. Irgendwie, mal gucken. Zu irgendeiner beschissenen Zeit, wo eh kein Schwein anschaltet, werde ich das Ding dann, denke ich, mal beenden. Und ja, in diesem Sinne, ne? Macht euch alle noch einen schönen Freitag. Man hört, liest, schreibt sich. Ihr kennt die Sachen, ne? Ihr könnt ja mal auf YouTube vorbeigucken. Da habe ich, glaube ich, irgendwo... Ist hier noch der... Genau, hier so. Wenn ihr Bock habt, guckt einfach mal auf YouTube vorbei. Und in diesem Sinne, ne? Rock'n'Roll und haut rein, ne? Tschüss. Was gibt es Schöneres, als überall Leichen zu sehen?